Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Ja, in der letzten Folge waren wir relativ erfolgreich, da haben wir einer Hydra den Kopf abgeschlagen. War ein harter Kampf, einer unserer Vasallen ist leider auch zu Tode gekommen, das heißt, wir müssten jetzt in den Rift gehen und dort einen neuen Vasallen holen. Da werden wir auch mal gleich mal gucken, ob ich vielleicht doch Freunde rufen kann, von denen ich weiß, dass sie im Dark Arisen-Netz sind, also quasi in dem Nachfolgerspiel. Die können wir später rufen, wenn ich dann über das Dark Arisen-Netz reingehe. Im Augenblick geht das noch nicht. Das ist so ein bisschen kompliziert. Und wer bist du? Vielleicht können wir dich einfach leihen. Wer bist du? Hallo. Du hast einen komischen Namen, finde ich. Dich nehme ich nicht mit. Ach, genau. Wir wollen uns mal heute so ein bisschen mit dem Rift beschäftigen. Und dann gehen wir nach Kasardis zurück, weil wir haben da noch zwei Aufträge abzuschließen. Einmal müssen wir unseren Pastor, Castorius heißt er, glaube ich, dem müssen wir seine Heilige Schrift zurückgeben. Und dann müssen wir ja noch dem armen Menschen, der so untröstlich ist, weil er den Bruder eines Freundes nicht retten konnte, den müssen wir sagen, dass der Freund ihm vergibt. Okay, aber zuerst mal ab in den Riff. Da waren wir ja schon einmal drin. Und das hier ist ein ganz spezieller Händler, ihr Lieben. Den kann man nämlich mit Riftsteinen, die man so nach und nach sammelt und die man insbesondere dadurch erlangt, dass der eigene Vasall ausgeliehen ist, dann gibt's nämlich Riftsteine. Im Rift kosten die Vasallen abhängig von ihrer Stufe, kosten die Riftsteine. Und wenn man die mietet, bekommt derjenige, der den Vasallen vermietet hat, wenn der Vasalle zurückgeschickt wird, Riftsteine. Also Riftsteine und eventuell Geschenke. So, und dieser Händler hier lässt sich eben mit Riftsteinen bezahlen. Yeti, findest du an dem irgendwas Besonderes? Guck mal, wie die vor dem steht. Der hier hat nämlich... This pawn shall assist you to the best of my ability, Arisen. Ja, deswegen hat er dich auch gleich so angeguckt, ne, Jonathan? Da stand Yeti direkt vor Jonathan und hat ihn mal so richtig in Augenschein genommen. Fand ich gerade eine nette Szene. Choose as you will, sir. Ja, wir treffen unsere Entscheidung. Ich kann euch zeigen, was der hat. Der hat momentan diese Elixiere hier, die Riftsteine kosten. Diese Elixiere kann man nehmen, um die Gesinnung seines Vasallen zu verändern. Das werden wir auch im Laufe des Spiels nutzen, aber erstmal brauchen wir Riftsteine. Man kriegt, glaube ich, auch Riftsteine, wenn man irgendwelche Aufträge erledigt hat. Da hat er noch nichts, dann kann man hier Sonstiges kaufen. Da kann man für einige Riftsteine, das seht ihr, können wir dann kosmetische Artikel erlangen, also können quasi unser Aussehen verändern. Waffen hat er nicht. Und dann gibt es schwarze Augengläser, später gibt es auch rote, goldene und silberne. Kann man sich also eine Brille kaufen. Da hat er nichts. Und dann gibt es noch einen erstklassigen Ring für 1,5 Millionen Riftsteine. Die muss man erstmal verkaufen. Erstmal verdienen. Genau. Das heißt, wir werden irgendwann zu Jonathan zurückkehren, aber in erster Linie wegen diesen Elixieren. So, jetzt gucken wir mal nach einem neuen Vasallen. Ich hätte gerne noch einen Kämpfer. Also ein Vasall mit Schwert und, ja, Schwert und Schild oder mit einem dicken, fetten Doppelhänder oder Beidhänder. Und ihr seht überall, wo dann so dieser Dings ist, dieser Rauch, dieser Nebel, da sieht die Grafik total übel aus. Okay, wenn man in den Rift kommt, kommen immer ein paar Vasallen. In der Regel kommen immer erstmal die von Freunden. Den Finn hatten wir schon, der ist ja leider bei dem Kampf zu Tode gekommen. Dann haben wir hier Brick, den seht ihr, das ist ein Vasall, der die gleiche Stufe hat wie wir und der nicht von Freunden ist. Weil wenn er von Freunden wäre, hätte er unten dieses kleine Zeichen, wo die beiden Köpfe sind. Aber jetzt gucken wir mal, was Brick so kann. Da können wir nämlich jetzt hier bei den Details angucken. Was kann er denn? So, der hat... ist noch nie ausgeliehen worden. Das bedeutet, dass er entweder wirklich noch nicht ausgeliehen worden ist oder aber, dass er ein vom System generierter Vasalle ist. Es gibt nämlich auch vom System generierte Vasallen. So, dann gucken wir mal Stärke. Was kann er denn so? Nein, ich will das erstmal lesen hier. So, da seht ihr, welche Schwächungswiderstände er hat und wie er so ausgerüstet ist. Da nochmal die ganze Geschichte zusammengefasst. Dann seht ihr, welche Primär- und Sekundärfähigkeiten er hat. Und das ist ein Vasalle, den würde ich mich nicht mitnehmen, weil der kann bloß zwei Sachen. Dann sieht man auch, was er trägt. Man sieht, welche
Feinderfahrung er schon gesammelt hat. Und dann da sieht man, welche Quests er schon gelöst hat, was er so aus der Umgebung kennt und nochmal Geschlecht, als ob er es nicht sehen würde und was für eine Persönlichkeit er hat. Man sieht auch, wer ihn erschaffen hat. Und der hat 3 Stunden gespielt. Und der Besitzer bzw. der Erschaffer dieses Vasallen ist ein Streicher. Okay, das kann man also hier mal so angucken. Aber wir wollen auch mal schauen, man kann Vasallen rufen. Ja, ich weiß. So, und hier kann man jetzt an dem Riftstein, kann man Suche starten. Da kann man nach Favoriten gucken. Habe ich denn schon einen Favoriten drin? Da habe ich einen Favoriten drin. Das ist allerdings, wenn ich das richtig sehe, ein Waldläufer. Na gut, wir können ihn ja mal sammeln, mal rufen. Dann gehen wir mal zurück und gucken, ne, die Beschwörung läuft. Beschwörung läuft, Beschwörung läuft. Und wo bist du? Dann müsste er, wenn er jetzt in diesem Netz hängt und nicht schon im Dark Arisen Netz, müsste dieser Vasall auftauchen. So. Und hier irgendwo aus dem Nebel auftauchen. Hallo. Aber mir scheint, dass dieser Vasall nicht mehr in diesem Netz hängt. Der kommt nämlich nicht. So, das ist das Problem, was eben bedingt durch dieses Add-on, was zusammen nochmal mit dem Hauptspiel ausgeliefert worden ist. Also ich glaube, es wird Zeit, dass wir relativ schnell ins Dark Arisen Netz wechseln. Und dann machen wir es jetzt in dem Fall so. Wir nehmen mal hier die Nami mit. Die hatten zwei Hände. Dann komm mal mit. Ja, wir wollen mit diesen Vasallen gehen. Ich habe das ja mit diesem Dark Arisen Netz und so habe ich schon erklärt. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist, weil ich ein bisschen holperig untersucht habe, erzählt habe. Das lese ich hier untersuchen und sage untersuchen. Also insofern ist eigentlich auch egal. Demnächst lege ich die andere CD ein und dann dürfte das Problem erledigt sein. So, jetzt haben wir also unsere Vasallen beisammen und jetzt werden wir nach Cassardes zurückgehen. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast, Ja, Nami, das wissen wir. Also, wenn ihr seht, rechts unten habe ich jetzt einfach dieses Kampfmenü, dieses Menü mit den Tastenbelegungen, das habe ich rausgenommen. Der Zepp hat gesagt, das stört ein bisschen. Also, und ich brauche es ja nicht. Eigentlich weiß ich ja, wo was ist, auch wenn ich immer die falsche Taste treffe, aber das macht ja nichts. So. Und hier seht ihr es wieder, im Wasser lauern üble Monster, die Laken. Hallo. Wer bist du? Was ist A los? terrible creature. I saw it from my spot at the post. What was it? Eine Hydra, mein Guter, eine Hydra. It's been dispatched then? Thank the maker. Hold a moment. Is Kina not with you? Kina? Nee, Kina ist nicht bei uns. She was said to lead the village in search of art for your wounds. I thought you accompanied her. Ach, Kina, du bist doch echt eine Gute, oder? Ist die tatsächlich losgezogen, um Heilmittel für uns zu finden? Aber eigentlich ist das einzig mögliche Heilmittel letzten Endes doch schlicht und ergreifend, schlicht und ergreifend, die Rückgabe meines Herzens, oder? These are dark times for a girl alone in the wilds. Any idea where she might be off to? Ich habe keine Ahnung, wo die hin Well, ist. we'll need Kina's help for this. Let's ask at the village. Ja, Yeti sagt das richtig. Wir müssen Kina helfen. Und dann, das ist doch der Elva, das ist doch auch der Herr, bei dem wir diesen Quest The abgeben chief können. worries after Kina as well. Ja, das ist ja auch schließlich auch seine Tochter, oder? Das heißt, Adaro sorgt sich auch um Kina. Die ist irgendwie losgezogen und wir müssen nach ihr I pray she suchen. wouldn't attempt the forest alone, if another beast such as that Hydra were to appear. Ja, da hast du recht. Okay, gut. Kann ich noch mehr mit dir reden, mein Freund? Der rennt da einfach weg. Komm mal her. Renn ich ihn halt um. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm her. The chief Ansprechen. worries after Kina. Okay, das hatten wir alles schon. Gut. Dann rennen wir jetzt schnell ins Dorf. Suchen dort den Ältesten. Vielleicht weiß der irgendetwas. Ich weiß, dass da Erze sind. So.
Ihr seht, die Ausdauer ist schon wieder am Ende. Ja, immer einen kühlen Kopf bewahren. Und wieder rennen. Jetzt können wir es wieder. Dann wollen wir mal ganz schnell Adarus finden und hören, was Kina vorhatte. Ja, Yeti, danke für den Hinweis. Yes, Castorius. It's my hometown. Jetzt sind wir auch wieder im Dorf. Ah, da ist er ja, Adaru. Komm mal her, mein Freund. Komm her. Hold, Minno. I'd have your ear a moment. Ja, was ist los? It's been a full sun since last I saw Kina. Oh. She spoke of the Witchwood to find a cure for your wound. If she's gone there for true. I beg of you, find Kina and see her back safely, ere some ill befalls her. Kina feels for you, she does. Your wound is oft on her mind. I thought her holed up in her room, poring over one poem or another. But at last look, I found her gone. She most like stumbled on some remedy for your condition and set out in search of it. The last never was one to sit idle. I only pray danger passes her by. Okay, also Kina lässt es einfach keine Ruhe mit dieser Verwundung und jetzt ist sie losgezogen in den Hexenwald und Adaru vermutet, dass sie dort ein Heilmittel gefunden hat. Komm her, wir fragen dich nochmal, hast du noch mehr zu sagen? Kina feels for you. She does. Your wound, okay. I thought she must... Gut, das hat er schon alles gesagt. Dann würde ich vorschlagen, dass wir trotzdem kurz in die Kirche rennen, bevor wir uns dann aufmachen, Kina zu suchen. Auf geht's, los. Ganz schnell bringen wir jetzt die Heilige Schrift zurück. Da wird sich unser Castorius sehr, sehr freuen. Und, Freund? Where did you find it? Ja, ne, Leves? I'm glad it's found, but see it back to the father for me, please. Thank you. Okay. Ihr erinnert euch, wir konnten das Buch ja nicht zurückbringen, weil dunkle Nacht war und die Dorfkirche... Was sagst du? Versuch nicht allzu sehr eine Last zu sein. Oh, ein engagierter Pfarrer. Gut, aber ein bisschen schlampig. I am newly come and eager to become part of this place. I wish to be of service. Was hast du schon erzählt? Just as others have come to rely upon me. Du hast dir die Heilige Schrift klauen lassen, Clemente. I cannot think the scriptures far gone. Pray help me. So, wir geben ihm die jetzt. Heilige Schrift überreichen. Ja. You found them. Oh, Maker be praised. I cannot thank you enough. Truly, the people of Cassidus are a good-hearted bunch. Absolut. Now I can once more offer proper prayer on behalf of the village. But I have dallied long enough. There is... Gut. Okay. Quest knowledge. Ja, jetzt haben sie alle Quest Knowledge bekommen, die Guten. Und Nami weiß schon mehr. He seemed well relieved to have the scriptures back. Ja, das stimmt. Gut. So, jetzt müssen wir noch gucken, kurz auf der Karte, wo denn unser anderer, die traurige Botschaft wollen wir noch überbringen. Das gucken wir uns jetzt auch auf der Karte an. Der ist hier in diesem Haus. Okay, dann rennen wir da noch ganz kurz hin und dann machen wir uns auf in den Hexenwald. Und da werden uns heftigste Kämpfe erwarten, ihr Lieben. Da geht's heftig zu. Wollen wir mal gucken, ob wir schon durchkommen. Ich meine, wir haben ja zwei etwas stärkere Vasallen dabei. Bist du hier, Freund? Ja, okay. Komm mal her, Elva. I thank you, cousin. Pray forgive the trouble my cowardice has placed upon you. Cortez did not trade his life for mine, so I could wallow in idle self-pity. Da hast du wohl recht, Elva. I live the best I am able, for his sake. Okay, so, Auftrag gemeistert. Nami rennt wieder mit einer Information auf dem Kopf rum. Das finde ich so lustig, diese kleinen Schildchen. So, wir gehen noch mal ganz, ganz kurz. Oh, entschuldige, mein Freund. Oh, entschuldige. That was a dragon for true. The first in 50 years, they say. Ja, 50 Jahre ist es her. Das geht aber relativ häufig, ne? Tales. I never thought it could truly be so massive. There's a gloom about the village still since the beast struck.
as if it left its shadow to menace us. Tja, weil mir... Seems it may be a while before we're back out to sea, huh? Mhm. Glaube ich auch. Okay. Wir gehen ganz kurz zurück in unser Gasthaus und gucken mal, ob es da Aufträge hängen. Navi weiß, wo der Hexenwald ist. Mhm. So, was können wir denn machen? Kompass des Herzens? Iola? Ines? Die Riesenfledermäuse, das nehmen wir mit. Und jetzt können wir gucken, das ist wieder des Streiters Scheidestadt, da waren wir ja in der letzten Folge schon. Wenn wir Ines mitnehmen, gibt es ein Basiliskenfluidum, weil es gibt Basilisken in diesem Spiel, die einen versteinern können. Oder wir nehmen Iola mit und da gibt es dann Vitalitätsquellen. Jetzt ist die Frage, wen nehmen wir mit? Oh Gott, ich kann nichts dagegen tun, das Fernweh. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, warte mal. Details. Na komm. Ich weiß nicht warum, ich weiß nur, dass ich dorthin muss. Das rührt mir das Herz. Sie weiß nicht warum. Unsere gute Iola, sie weiß nicht warum, aber sie weiß, dass sie dahin muss. Dann komm mal mit, Mütterchen. Ja, ich weiß, dass ich gut aussehe, Iola. Du übrigens auch. Es gibt ja so alt gewordene Gestalten, die einfach nur toll aussehen. Iola ist einfach eine solche. Dann nehmen wir sie jetzt mit zu des Streiters Scheideweg, der Stadt. Ja, das haben wir jetzt alle schon gehört. Ich weiß, du bist ein guter. Alles klar. Okay, dann bringen wir... Wollen wir ihr nach? Ja, selbstverständlich, Nami. Logisch. So. Dann werden wir mal schauen, ob wir da wohlbehalten ankommen, dass wir zumindest mal unserem... Ach Gott, das ist ein Gesicht. Ich mag die wirklich total gerne. Hast du was zu sagen? Dann geht die. Ich bin nicht müde. Up to your old mischief, Minnow. If you've time to gad about. Ja, okay. Den Dialog hatten wir schon. Ihr seht, man kann zwar mit sehr vielen Leuten sprechen, eigentlich mit allen, aber oft haben die gar nicht allzu viel zu sagen. No harm. Irgendwie glaube ich, dass ich die Redehäufigkeit von Yeti ein wenig einstellen sollte. Ja, guck mal, Iola ist aber noch ganz gut zu Fuß unterwegs, oder? Das kann man jetzt echt nicht anders sagen. Die hält doch ganz gut mit, aber ich glaube doch, rennen soll, allzu schnell sollte man nicht. Nicht, dass man sie verliert und ihr was passiert, weil wie gesagt, diese Eskorten, die Herrschaften, die wir begleiten, die können tatsächlich alle sterben. Aber es hält gut mit, Mütterchen. Wunderbar, okay. Also dann geben wir eine Runde. Kleinen Dauerlauf, wo ist sie? Wir sollten so wachsam sein wie nie zuvor, da hast du recht. Es wird tatsächlich Eskorten geben, das kann ich euch jetzt schon sagen, die richtig, richtig heftig werden. Hier geht's noch am Anfang vom Spiel, aber irgendwann werden wir nach Grand Sorin kommen, in die Hauptstadt. Und dort wird es einige Eskorten geben, die brutal sind. Weil da wird man von riesenhaften Feinden abgefangen. Es sind endlos lange Wege. Und sie... sind wirklich schwer zu meistern. So. Wir gehen hier durchs Lager. Das kann ja nicht schaden, denke ich mir. Wir haben jetzt ein bisschen wenig Heiltränke dabei, aber wir versuchen es jetzt einfach trotzdem mal. Weil wir müssen in den Hexenwald. Wir müssen gucken, dass wir Kina helfen. Ups, entschuldige bitte. Ich habe ich beinahe den Händler umgerannt. Nein, Nami, wir gehen nicht zurück nach Cassades. Tun wir nicht. Oder Cassades, wie sie sagt. Sondern wir werden Iola abliefern, werden unseren Lohn einstreichen und dann werden wir versuchen, uns durch den Hexenwald zu kämpfen. Ihr seht jetzt schon, dass die Vasallen immer gern das Gleiche sagen. Und dennoch finde ich dieses Geplappere die ganze Zeit über einfach unglaublich schön.
Das macht einfach Spaß und Laune. Iola, guck mal, da sind wir. Unserem Schützling darf nichts geschehen. Das ist richtig. Darf es nicht? So. Iola, schau mal. Such a kind child. Oh, guck mal. Plötzlich bin ich nicht mehr das Fischlein, das nur Unsinn im Kopf hat, sondern sitzt plötzlich ein liebes Kind. Jetzt dürfen wir nochmal die Aussicht genießen. Da drüben wieder die Ruine. Wie gesagt, wir werden sie besuchen und auch dort erwartet uns Brutales. Und Vitalitätsquelle. Und dann sind wir Stufe 10. Alles klar, okay. Jetzt aber, ihr Lieben, werden wir den Auftrag mit dem Hexenwald verloren und wiedergefunden. Der ist bereits aktiviert, okay. Dann also auf in den Hexenwald. Was ich sehr entspannend finde bei dem Spiel ist, dass ich nicht mehr so sehr die Wege suchen muss, weil ich die Wege kenne. Ihr kennt meinen Orientierungssinn. Er ist sprichwörtlich schlecht. Also das ist ja fast schon episch schlecht, was ich da abliefere. Und in dem Fall ist es einfach so... Ja, in dem Fall ist es einfach so, dass ich die Wege kenne, die meisten, und wir das ganz entspannt, was die Wegfindung angeht, spielen können. Und meine Vasallen kommentieren die Natur. Ja, genau. Guck mal, Nami rennt schon vor, die weiß, wo es lang geht. Und da haben wir ja die Wölfe entdeckt. Mal gucken, ob die plötzlich wieder auftauchen. Ich ziehe schon mal vorsichtshalber meinen Bogen, mit dem ich natürlich wahrscheinlich nichts treffen werde. Weil die sind ja wirklich ganz schön flink unterwegs. Wo sind die Wölfe? Keine Wölfe da. Keine Wölfe da. This isn't the way to the capital. I wonder where it leads. Castorios, du warst noch nicht im Hexenwald? Gibt's doch gar nicht, oder? Wir nehmen mal ein paar Riesentrauben. Meiner. Na komm, nehmen die bitte auch mit. Ja, also. So, dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir die essen können. Was musst du. Wo verstecken die sich? Müssen wir. Ins Inventar gehen, verzeiht. So, da sind sie. Ah, genau, sie stellen Gesundheit wieder her. Also dann füllen wir uns auf. So, unsere Vasallen haben jetzt momentan keine Heiltränke. Ich glaube, Heiltrank hat... Oh, grünlattig, sehr schön, wirksamer grünlattig. Ich glaube, lediglich Yeti hat ein bisschen was im Gepäck. Ja, genau. Sammel mal ein, Yeti. Sammelt doch für euch selber. So, eine Runde umgucken, da ist wieder Sonnenglanz, den nehmen wir auch mit. Beaststeak, wow, ein Beaststeak, ja, was will man mehr? So ein Beaststeak am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Okay, alles klar. Wer weiß, was auf uns lauert, das werden wir schon in Erfahrung bringen, Castorios. Da oben sind Feinde. Ich weiß nicht, wo die Wölfe... Weg da, hierher, Leute, hierher. Macht mal, dass ihr da wegkommt. Da kommt nämlich was runter. Genau. So, hat's einen von euch erwischt? Ich will nicht hoffen. Nein, sieht gut aus. Wunderbar. Das ist nämlich eine Falle, die Räuber, die da oben stehen, für Reisende bereithalten. Die hauen das runter und wenn man dann ohnmächtig ist? Check 'em, boys. Komm mal her, Freunde. They're left exposed after a grand strike. They attack in quick succession. Der eine rennt da bloß blöde in der Gegend rum. Ah, das, du bist ein Fernkämpfer. So, Leute, jetzt geht's heftig zur Sache. Kann ich euch gleich sagen. So, ich hoffe, dass Castorios... Ja, komm. Oh, komm, auf geht's. Los, juppie. Castorios, helf mal. Und Nami, du bitte auch. Aber ich glaube, die hat die schon alle hier fertig gemacht. Nami, da steht keiner. Also. Guck mal, eine echte Kämpferin hier. Gut, dann greifen wir jetzt mal den da an. Ja, also ich merke, dass wir auf normal spielen und nicht in der normalen, eigentlichen Spielstärke, weil das ist ja total easy. Nicht, dass ich mich täusche. Also wir werden auf Albtraum oder auf Hardcore zurückgehen. Hochgehen. Das macht keinen Spaß so. Habt ihr da nichts fallen lassen? Irgendwas zu looten? Weil eigentlich ist diese Stelle hier bockhart. Aber das war jetzt, fand ich, nicht ganz so schrecklich.
Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Was, da sind noch mehr? Okay. Da sind tatsächlich mehr. Komm mal her, Freund. Also gut. Da ist Nami. Wait for an opening, ja. So, wir nehmen am besten die Triade. Und ich sollte natürlich auch zielen. So, dann hüpfen wir nach unten und kämpfen gegen die. Unsere Messer sind vereist, das ist gut. Damit haben wir eine ordentliche Kraft. Uah. Okay, also so ganz trivial ist das hier doch nicht. Komm mal her, sag. Während du schießt, kannst du dich nicht wehren. So, da sind noch mehr. Gleich drei an der Zahl. Weiß nicht, wo meine Vasallen gerade stecken. Komm auf, los. Juppidei. Und mach, dass du da wegkommst. Mach, dass du da wegkommst. So. Und, ne, wenn die da zu dritt auf mich losgehen. Kontort, wenn sie zuschlagen. Du hast es erfasst, Yeti, und bitte eine... Oh, die sind schon alle tot. Nein, da ist noch einer. Komm mal her, so. Komm, auf geht's, juhu. Los geht's. Wusch, fertig. Alles klar, wir haben triumphiert. Definitiv, so. Jetzt sammeln wir mal ein, weil die waren so freundlich und haben was fallen lassen. Danke fürs Heilen, Yeti. Ich hoffe, du heilst dich selber auch. Die Kleine hat ein bisschen Schaden genommen. Gut, okay, so. Liegt da jetzt irgendwas rum für uns? Kleiner Geldbeutel, her damit. Gut, da oben hatte ich eine Kiste gesehen. Da liegt auch noch ein Geldbeutel. Am Anfang macht es wirklich Sinn, alles, was man irgendwie in die Finger kriegen kann, einzusammeln. Und, Nami, was gibt's? Giftpfeil. Mhm. Ich glaube, dass du mir die mal gibst. So, weil die kann ich ja eigentlich brauchen, du ja eher weniger. So, gib sie mal Paige. Und jetzt rüste ich mal die Giftpfeile aus. Schlafpfeil haben wir auch. Giftpfeil. Ölpfeil haben wir auch. Die können wir auch benutzen. Aber wo sind denn die Giftpfeile? Verflixung aber auch. Ach so, Mensch, gibt mir die einzelnen rüber. Ach, stimmt, richtig. Hm. Anzahl angeben, bitte. Page, alle. Genau. Okay. Ihr seht doch, dass ich schon eine Weile nicht mehr gespielt habe. Also, so manches weiß ich auch nicht mehr so genau. So, jetzt habe ich es ausgerüstet und jetzt schieße ich mit Giftpfeilen. Und Yeti war so freundlich, uns wieder... Oder liegen noch mehr, da stehen noch mehr. Uns wieder mit Feuer auszurüsten. Ja, die sind arm. Und ich nehme mal den da oben aufs Korn. Dumm ist, dass ich hier noch nicht so viel Schmackes habe. Oh, da ist noch einer. Den habe ich ganz übersehen. Nein, da ist nicht einer, da sind drei oder vier. Komm mal her, Freund, los. Yeti, gib mir Feuer oder gib mir Eis. Ist eigentlich egal, was von beiden. Ja, danke schön. Genau das habe ich gewollt, weil damit kriege ich die, glaube ich, relativ gut fertig. Verflixt nochmal, komm mal her. Wo ist der Feind? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nami ist, hat geholfen. So, oh, das sind alle auf einmal. Verflixen aber auch. Yeti ist tot. Yeti aufwecken, bitte. Ja, komm. Oh, 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 oh. Oh, das für ein Patzer. Da hast du recht, Yeti. Komm mal her, da komme ich von hinten. Dann mache ich mal, dass ich hier wegspringe. Eine Runde. So, Nami hat einen Stein aufgesammelt. Wieso sammelst du bitte Steine auf? Komm mal her. Du bist dran. Oh, verflixt aber auch. Oh, was machst du denn jetzt? Hast du Angst? Wenn einer eurer Verbündeten fällt, könnt ihr ihn wiederbeleben. Wer ist gefallen? Ich weiß nicht wer. Aber ich sollte schnell gucken, wer es ist. Ich vermute, Yeti. Die hat einfach im Vergleich zu den anderen zu wenig Leben. Komm her, los, aber meine beiden anderen Vasallen. So, komm her. Komm auf. Ja, wir werden irgendwann umstellen auf Albtraum. Das ist zu einfach. Unterm Strich. Komm her, los. Echsenschwanz. Och, Yeti. Komm her, komm, du musst uns heilen. Da noch einer. Ah, verflixt, jetzt rennt er weg. Juhu! Nami hat ihn mal kurzerhand weggehoben hier. Klasse. Wir spielen heute so lange, bis wir Kina gefunden haben. Also nein, halt, wir haben ja schon eine halbe Stunde. Oh, Verflixung. Wir haben schon eine halbe Stunde. Okay. Ich glaube, dann müssen wir Kina in der nächsten Folge
finden, weil sonst spielen wir bestimmt eine Dreiviertelstunde insgesamt. Das scheint mir ein bisschen lang zu sein. Okay, ihr Lieben, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben Pulversphäre, nehmen wir mit. Wir haben Iola an den Ort ihrer Sehnsucht gebracht. Wir sind aufgebrochen, um Tina zu retten. Und die Rettungsaktion selber machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und da sind ja noch mehr. Da sind ja schon wieder Feinde. Die machen wir morgen. Tschüss.